Also doch Epo-Doping bei Jan Ulrich und Erik Zabel bei der Tour 1998. Bisher bestritten sie dies. Jan Ulrich gab vor einem Monat lediglich Eigenblutdoping zu und Erik Zabel versicherte unter Tränen, nur bei der Tour 1996 einmalig Epo ausprobiert zu haben. Das war ein Test. Es war einmalig. Und ich habe dann Ende der ersten Tourwoche diesen Test beendet. Offenbar war das Ganze dann aber doch kein einmaliger Versuch vom damaligen Gewinner des grünen Trikots gewesen. Laut Bericht der französischen Anti-Doping-Kommission soll im Blut von Zabel auch bei der Tour 1998 Epo nachgewiesen worden sein. Ebenso wie beim Tour-Zweiten Jan Ulrich und 55 weiteren Fahrern. Möglich wurde dies durch Epo-Nachtests der Blutproben der Tour 1998. Heute wird der vollständige Untersuchungsbericht offiziell vorgestellt.